Das ist ja mal jetzt. Das wird nichts. Wow, also. Oh, shit. Die Rippe ist hin. Zur Hölle mit dir, Gaspipe. Hey, bist du das? Oh, du bist nicht mein Mann. Hallo, Fremder mit den geschickten Händen. Oh Mann. Oh nein. Was mache ich denn jetzt? Ich kann direkt ins Wohnzimmer sehen. Eine leere Weinflasche auf dem Tisch. Ich muss da nicht hin. Ich habe schon genug Ärger. Ja, telefonieren, warte. Shit. Shit. Der Daim hängt fest. Gott verflucht nochmal. Was machen wir denn jetzt? Können wir das gebrauchen? Das führt zu nichts. Das dann? Das wird nichts. Okay, hier? Das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Nein, der Nagel bringt mich hier nicht weiter. Was? Nein, der Nagel bringt mich hier nicht weiter. Du bist ja lustig. Masons Frau läuft unruhig herum. Wir sind beide nichts als Gefangene. Ich stecke im Knast genau wie du. Komm ins Bett. Nein, das ist keine gute Idee. Ich brauche keine Geiseln, keine Ablenkungen, keine Planänderung. Ich brauche nur jemanden, der mich auf dem Festland abholt. Mehr nicht. Weg, um sich Ärger einzuhandeln. Besser nicht. Ich brauche das Telefon. Mal sehen. Wenn ich die Verbindung mit einem Stück Metall überbrücke, kann ich umsonst telefonieren. Du siehst verletzt aus. Brauchst du Medizin? Lady, geh schlafen. Ich war gar nicht wirklich da. Hey, hey, du hast mich gehört. Hör auf zu schreien. Ob ich schrei, liegt ganz bei dir. Was sagt man denn dazu? Okay. Mein Mann ist die ganze Nacht weg. Komm, setz dich zu mir. Ich sterbe, so allein bin ich. Ich muss Christine anrufen und hab kein Kleingeld mehr. Verdammt! Ich muss da nicht hin. Ich hab schon genug Ärger. Viele Wachen, zu viele Gewehre. Was mache ich denn jetzt? Alle würden in Panik geraten und hier hinrennen, um zu sehen, was los ist. Besser nicht. Ich brauche das Telefon. Was mache ich denn jetzt? Das wäre eine schreckliche Verschwendung. Nein, der Nagel bringt mich hier nicht weiter. Metallüberbrückung. Ich habe auch kein Geld mehr. Warte mal. Den würde ich nur abnehmen, wenn ich in echten Schwierigkeiten wäre. Du machst mir Spaß. Okay. Was? So spät noch am Telefonieren? Das geht hier überhaupt nicht an. Komm rein. Es ist furchtbar kalt da draußen. Okay. Yukon 5859.
Wen rufst du an? Komm schon, nimm ab. Du wolltest doch sagen, krieg ich auch mal ein Bild jetzt? Na dann das bringen wir diese Party mal in Schwung. Ausnahmsweise gehen Snacks und Schnaps auf mich. Habt Spaß. Guck, Even ist auch hier. Ich muss ans Telefon gehen, guck an. Wer ist das? Dichter. Hallo? Was? Hey, seid mal leise. Ja, am Apparat. Hey Baby, hier ist dein alter Freund Mac. Wer? Oh, oh Mann. Hab gehört, du willst mich unbedingt sehen. Stimmt, ich kann's kaum abwarten, dich zu sehen. Du hast eine Stimme, in die ich mich verlieben könnte. Wirklich? Oh. Was ist los? Mich hat's erwischt. Glaub nicht, dass ich's noch bis zum Strand schaffe. Oh nein. Joe? Die Bojen. Schwimm nach Südwesten. Da ist eine Boje, keine 200 Meter entfernt. Ich hol dich da ab. Nimm mich mit! Wer war das? Niemand. Ich erklär's dir später. Ich bin kein Niemand. Oh Mann. Oh Mann, ey. Aber jetzt? Ich muss los. Ach du Scheiße, was ist das denn hier alles? Nein, er ist leer. Ich habe keine Zeit, Platten aufzulegen. Wir werden uns bald einen neuen kaufen. Ja. Okay, dann halt nicht. Muss Elf eine? Nein, reiß dich zusammen. Joe ist bald zurück. Wie frech. Dale, Baby. Auf nach Mexiko. Oh Mann. Was? Nein, ich werde niemals die Stadt verlassen. Für mich ist alles südlich der Market Street fernstes Ausland. Wie geht's deinem Freund? Ich treffe mich später mit ihm am Pier. Du solltest mal mit uns segeln kommen. Du bist doch früher gesegelt. Kein Abschiedslied für mich. Das nimmt sonst kein Ende. Du verlässt uns. Wie kommst du darauf? Ich habe schon Angst, den Raum zu verlassen. Was glaubst du, warum ich euch Gammler eingeladen habe? Siehst du Ärger auf mich zukommen? Unausweichlich. Ich schätze, das ist alles schon in Stein gemeißelt, oder? Für die Spießer, ja. Wir schreiben unsere Geschichten selbst. Alles klar. Ja, Ich mache ein Foto-Essay für das Live-Magazin. Und ich will, dass du die Texte dazu schreibst. Es geht um die Beats. Wird leider nichts. Ich hau ab. Doch nicht jetzt. Die Szene ist kurz vor dem Aufblühen. Schreib alles auf. Eines Tages will ich darüber in einem Buch lesen. Ich hau ab. Ich bin noch nicht wirklich bereit dazu, aber ich muss. Kümmere dich um meinen Kater, okay? Ich denke darüber nach. Nein. Sag ja. Jetzt sofort. Bitte, bitte, bitte. Ich könnte etwas Gesellschaft gebrauchen. Perfekt. Super Sache. Hier hast du ein Tausender. Okay, Katastrophe abgewehrt. Alles klar. Was haben wir hier? Du hast versprochen, uns zu helfen. Goldie Sascha. Ach so, für den Dings für... Katerchen? Du willst mit der Katze nicht reden, oder was? Ich würde ihn am liebsten mitnehmen. Hm. Aber ich will ihn nicht in Gefahr bringen. Ich werde dich vermissen. Mach's gut, Großer. Und halt dich von Bernadettes Farbtöpfen fern. Nein, die beiden brauchen Zeit für sich. Achso, hör auf, Mensch. Okay, das eine Ding ist weg.
Ich weiß nicht, was ich damit kann. Ich muss den Scheiß behalten oder was? Kann sein. So, dann mache ich mal. Ich habe schon alles. Flyer. Tür. Da gesprochen. Platten. Dafür ist keine Zeit mehr. Nö. Muss, eigentlich muss ich schon weg sein. Offene Rechnung. Sollen Sie nur versuchen, mich zu finden. Gut. Bild. Zu groß. Das lasse ich mal besser hier. Hoffentlich klaut es einer meiner Freunde. Also dann, bis später, Leute. Hier ist die Gastgeberin, macht Party, weiß, lädt alle ein und sie ist die Erste, die abhaut. Jetzt muss ich nur ans Meer schaffen und schwimmen. Christine wird auf mich warten. Ich weiß es einfach. Es ist jetzt alles repariert. Alles. Geh ins Bett. Morgen bin ich weg. So machen Träume das. Ja, komm, wir gehen jetzt. Boah. Öffentliches Telefon, Telefon. Und wieder ab in den Bunker. Ah, und dann geht's nur da lang. Mit etwas Glück schaffe ich es gerade mal ans Festland. Los geht's. Oh. Hoffentlich Daumen drücken. Hoffentlich schafft das. Drück in die Daumen. Schöne. Der Ring diente für das zum Telefonieren. Da musst du erstmal drauf. Es ist vorbei. Ach du Scheiße. Du gehst nirgendwo hin, Schätzchen. Du gehörst mir. Sehr richtig. Dein ganzer Kram gehört mir. Das ist nicht deine Beute. Das ist unser Geld. Maul halten. Ich nehme das Geld und anschließend teilen wir es auf. Keinen Schritt näher, alter Mann. Du tötest das Mädchen. Ich nehme das Geld. Niemand tötet das Mädchen. Das würde richtig scheppern, wenn ich dagegen trete. Wenn ich das jetzt schon mache, erschießen die mich sofort. Ich muss versuchen, sie gegeneinander aufzubringen. Dann kann die Party steigen. Und wie mache ich das? Mickey bedrohen. Verrückt spielen. Versuche, ihn aus der Gleichgewicht zu bringen. Du willst dein Geld, Mickey? Na dann, nimm. Alles Falschgeld. Ich wollte es in Mexiko verticken. Für einen Cent pro Dollar. Was redest du da? Gar nicht hinhören. Vivian Wong hat uns reingelegt. Sie hat das Geld gedruckt und es mit den Scheinen in Joe's Safe vertauscht. Das war ein großer Spaß für sie. Sie hat sich schon nach China abgesetzt. Du wirst dein Geld nie wiedersehen. Zeig her. Finger weg vom Geld. Bleibt alle, wo ihr seid. Täusche einen Zusammenbruch vor. Ich habe es kommen sehen. Die zwei Männer meines Lebens. Ihr wisst, was ich für euch empfinde. Ich könnte niemals abhauen. Nicht ohne euch. Du gehörst auf meine Bühne. Ein Versuch war's wert. Du bekommst mein Geld nicht. Bevor du auf Bonnie machst, zähl nochmal nach. Wir sind in der Überzahl und wir sind bewaffnet. Einen Schritt weiter und das war dein letzter. Er meint es ernst, Christine. Bringen wir es hinter uns. Okay. Sprechen wir Mickey beenden. Ich schätze, es ist zu spät für eine gemeinsame Nachspeise. Ich schätze, es ist zu spät für eine gemeinsame Nachspeise. Hm? Tut mir leid, Schätzchen. Hättest auf mich setzen sollen. Versuche mit Grassi zu reden, appelliere. Sie sind ein Vollblutbulle. So jemand lässt sich nicht kaufen. Oder lässt sich der harte Hund jetzt von Ratten rumschubsen? Wenn hier jemand das Sagen hat, dann sie. Richtig. Vorsicht, Grassi. Auf dem Weg wartet nichts als Bedauern.
Sie müssen mir helfen. Klappe zu, alle beide. Wir regeln das auf meine Weise. Ach, er hat jetzt das Sagen, Detective? Halt's Maul. Sei vorsichtig, wie du mit ihr sprichst. Nochmal, Gassiere, appelliert nicht weiter, Gassiere, versuchen. Sie sind nur hinter dem Geld her, richtig? Kein Grund, sich mit einem Mord zu belasten. Ihr könnt das Geld haben. Ihr habt gewonnen. Was will ich schon machen? Zur Polizei gehen. Wir können nicht zulassen, dass du Joe rettest. Ich habe dein Telefon abgehört. Dein Mann wird da draußen sterben. Wir werden jetzt warten, bis sich das Problem von alleine gelöst hat. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Braves Kätzchen. Sie haben hier das Sagen. Nein, ich. Der Detective hat Schulden bei der Familie. Ich habe hier das Sagen. Das Geld gehört mir und der Familie. Sei still. Detective Grassi hat sich vom Straßenkopf zum Detective hochgearbeitet. Die Männer in seiner Familie beschützen North Beach schon seit was? 3 Generationen. Ja. Er hat seinem Land gedient. Er wurde vom Bürgermeister persönlich ausgezeichnet. Du denkst wirklich, du kannst uns rumschubsen, nur weil du dir einen billigen Anzug aus einer Tonne gefischt hast? Ich brauche ihre Hilfe. Er will mich töten. Sie müssen nicht auf mich hören, aber sie müssen auch nicht auf ihn hören. Doch, ja. Musst du. Er schießt die Schlampe. Genau zwischen die Augen. Ich zeig dir, wer er wirklich ist. Er schießt sie. Ruhig Blut, Mickey. Runter mit der Waffe, Mickey. Würdest du ihn bitte umbringen? Gott verflucht, ein Scheiß werde ich. Kopfkill für eine Ratte wie dich? Keine Chance. Cops, Frauen, Geschäftsleute. Ihr wollt die Ratte in der Ecke? Schön. Leichensäcke für alle. Ihn provozieren, ihn gegen Mickey aufhetzen. Genug Gerede. Wie kannst du dich nur von so einer Ratte rumschubsen lassen? Mach ich nicht. Mickey schuldet mir Geld. Und der Familienbesuch ist erst vorbei, wenn ich's wieder habe. Dann weißt du, dass Mickey dein Geld unterschlagen hat? Dass er erst euch geprellt und dann den Überfall inszeniert hat? Klappe zu, Puppe. Ich würde ihm nicht trauen. Besser. Ich traue keinem von euch. Ich weiß, was du vorhast. Die Beats haben alles schwarz auf weiß. Wenn du mich umbringst, steht es morgen früh in jeder Zeitung. Das Risiko gehe ich ein. Alles oder nichts. Okay, ich nehme den Koffer. Halt! Das ist mein Geld! Oh, warte mal, wir haben, wo ist denn das, was ich jetzt... Schema vom 1 safe. Ah, nee. Ob ich wohl schneller ziehe als er? Nein, ich muss meinen Grips einsetzen.